Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Omsi. Wir bleiben einfach mal beim Gasbus, wie in der letzten Folge auch. Gehen diesmal nur eine Generation von Citaro nach oben. Wir fahren nämlich heute den Citaro Facelift. Am Repaint schon zu erkennen, wir sind heute auf Rheinhausen unterwegs, fahren mal eine Linie, die wir bisher hier noch nicht gefahren sind. Da gibt es ja auch noch ein paar. So, wir können erstmal den Bus hier soweit aufrüsten, wir müssen nämlich gleich schon los. Wir fahren heute die Linie 45, nämlich von Rheinaue, vom Ufer, von der Uferpromenade, nicht vom Uferpark, Richtung Oberfeld. So, wie gesagt, Gasbus, also haben wir auch den Gassound. Dann wollen wir gleich schon mal vorziehen. Wir haben auch einen Retarder hier drin, den habe ich mir aus dem Citaro erster Generation einfach rübergenommen. Geht ganz einfach. Und skripttechnisch sind die Dateien ja auch schon vorhanden. Da fällt mir gerade ein, ich wollte hier vorne noch was machen. Ich wollte nämlich ausnahmsweise mal Türflügelsperre reinmachen. Mache ich eigentlich nie, aber heute machen wir es mal so, dass wir nur hier vorne den Türflügel aufmachen. So. Aber ich sehe, wir müssen los. Also wollen wir keine Zeit vertrödeln. So, ZF-Getriebe ist im Bus verbaut. Standardmäßig so. Nächste Haltestelle, Romansufer. Und da die Sounds logischerweise darauf angepasst sind, habe ich mir gedacht, machst du jetzt ja auch kein ZF-Getriebeskript rein. Das wäre unschön gewesen. So. Oh. Ja, der fährt einfach mal durchs Auto durch. So. Guten Tag. Steht natürlich jetzt nicht wunderschön, kann ich Guten hier auch gar Morgen. nicht. Hallo. Guten Morgen, hallo. Morgen. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Gibt 30, sind wir bei 6, Dankeschön. 18. Bitteschön. Ach ja. Ich muss sagen, jetzt wo ich hier in Zwickau ja so extrem viele Gasbusse immer habe, Nächste da Haltestelle. fährt man auch hier gleich in Omsi gleich wieder mit ein paar mehr Gasbussen. Oder des Öfteren mal mit so einem. So. Und bei uns haben sie ja auch oftmals die Türflügelsperre drin. So dass ich das ausnahmsweise auch mal so mache. Mache ich eigentlich Dann machen wir ungern. mal, bitte. Also es macht immer Sinn, wenn man in den C1 hier vorne den. Wenn man da vorne Betrieben. den Entwerter hier in der im Bereich der ersten Tür hat, dass man die dann nur vorne einsteckt, damit die nicht immer so komische Wege noch laufen und dann alles blockieren. Ja, ähnlich verhält sich zum ZF-Getriebe. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund vom ZF-Getriebe im Überland, im Stadtverkehr. Im Überland ist das okay. Nächste Haltestelle, Gutenstraße. Von daher, da wir heute auch Überland fahren, ist das auch annehmbar, sage ich mal. Da ist das jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir fahren zwar erstmal ein ganzes Stück durch die Stadt, aber nachher eben auch noch mal ein Stück Richtung Oberfeld, dann eben im Überland. So. Schönen guten Tag. Kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne Karte für eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke hätte die Dame gerne. Gibt 40 Danke. zurück, bitteschön. Ich hätte gerne Tageskarte. Und meine hätte gerne Tageskarte. Danke. Bitteschön. Und weiter geht's auch. Wir sind zwar eine Minute zu früh, das macht jetzt aber nichts. Da können wir jetzt trotzdem hier schön weiterfahren. Nächste Haltestelle, Preußenstraße. Die Preußenstraße kann man jetzt hier sehen, ja. Die guten Preußen. So, Rheinhausen sind wir ja jetzt auch wieder nicht länger gefahren. Eigentlich wollte ich auch eine Nachtlinie fahren, aber irgendwie muss ich mal noch gucken, weil ich sehe aktuell überhaupt nichts, wenn ich in der Nacht fahre. Also wenn ich abends in der Nacht fahre, geht es immer noch, aber so jetzt tagsüber oder so oder gerade auch auf Rheinhausen, ich sehe einfach überhaupt nichts. Da muss ich mal noch gucken, dass ich das irgendwie mal hinkriege. Das wäre schon ganz praktisch. So, jetzt hat jemand gedrückt und jemand wollte aussteigen.
Das kenne ich doch irgendwo her. Das gibt's doch auch in Real so oft. So. Nächste Haltestelle, Hoher Garten. Wir können jetzt eigentlich auch ganz, ganz entspannt fahren, weil wir sind ja immer noch eine Minute zu früh. Und da muss man jetzt hier nicht rumrasen. So. Ich muss ernsthaft sagen, wenn man des Öfteren mal ein paar Tage mehr frei hat in der Woche, da kommt man mit dem Zeitgefühl völlig durcheinander. Für mich ist heute, an dem Samstag, wo ich das aufnehme, schon wieder Sonntag. Und das ist eigentlich jetzt auch schon fast schon wieder komisch, weil ich habe nach meinem Studienplan Freitag frei. Und das ist schon immer so ein bisschen schwieriger gewesen, sich dann daran zu gewöhnen, dass wenn man Samstag am Abend ist, dass man nicht denkt, okay, morgen geht's wieder weiter, weil dann quasi das Wochenende vorbei wäre, zwei freie Tage weg. Aber dass man sich dann an diesen Rhythmus, dass man drei freie Tage hat, gewöhnt, das dauert erstmal ein bisschen. Und dann kommt es noch dazu, dass man mal noch Montag oder Dienstag mal frei hat und in dem Fall war es jetzt ein Donnerstag noch, wo wir noch frei hatten. Deswegen war ich gestern schon, also am Freitag, schon voll auf Samstag. Vom Gefühl her. Und das ist irgendwie total dämlich. Weil dann sagt der Kopf immer, ja, morgen ist das Wochenende so ziemlich schon wieder vorbei, so nach dem Motto, obwohl morgen eigentlich nochmal ein freier Tag ist. Und irgendwie so viele freie Tage, das ist irgendwie auch ein bisschen durcheinander zum Durcheinander kommen. Blöd ist es nicht, weiß Gott nicht, freie Tage sind immer was Feines, aber man kommt schnell durcheinander. So. Hier können wir auch noch mal nielen. Hallo. Guten Morgen. Eine Hallo. Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. 220. So, bei 3, 4, 10. Morgen. Morgen. Wollen wir mal warten, bis ihr euch hingesetzt habt. Bis wir weiterfahren. Bei ZF-Busse schalten ja gewöhnlicherweise immer etwas ruckeliger unten in den Gängen. Nächste Haltestelle. Aber Fabianshof. Ausstieg zum Opernhaus. Oh, ist Opernhaus. Mensch. Was es hier nicht alles gibt. Sogar Opernhäuser gibt es hier. So, kommen Sie rein. Guten Tag. Ich habe übrigens auch extra, weil wir etwas ins Überland fahren, die Überland-Variante vorne ausgewählt, also dass wir keinen Matrixkasten haben, sondern so eine eingebaute. Habe ich extra gemacht. Dachte mir, das passt vielleicht ganz gut. So, jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder in der Innenstadt angekommen. Also die Strecke hier bin ich selber noch nicht gefahren. Also ist das quasi auch für mich neu. Ich bin in letzter Zeit sowieso recht wenig auf Rheinhausen gefahren. Nächste Haltestelle, Domshof Rathaus. Steigemöglichkeit zum Stadtverkehr der RVB sowie zur Stadt. Oh, was ist denn da los? Wieso fährst du denn nicht weiter? Bitte hier aussteigen. Der ist wohl auf Sonderfahrt. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Keine Zielanzeige. Stark gebremst jetzt. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Senkt man nochmal ein bisschen ab. Hallo. Da ist es angenehmer zum Einsteigen. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wollen wir mal noch kurz warten, gucken, ob vielleicht hier irgendwo ein Bus gleich kommt. Ja, das steht da tatsächlich rum. So, wir. Dann erst in 5 Minuten. Und wie sieht's hier aus? In 5 Minuten. Und in jetzt quasi.
Die 25 müsste jetzt kommen. Wir fahren einfach mal zum Hauptbahnhof vor. Da werden wir sie ja nochmal treffen zum Teil. Wollt ihr jetzt nochmal jemand mit? Nein. Gut. Ich dachte schon, es sah nämlich im Rückspiegel so leicht danach aus, als ob da jetzt nochmal jemand mit wollte. Mr. Vision, dachte ich mir, halte ich nochmal an. Nächste Haltestelle, Plankenhof. So, bitte mal schalten, danke Bus. Es ist zu freundlich, mal wieder von ihm, dass er schaltet. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm das danken soll. So, hier kommen wir sogar aus der 30er-Zone wieder raus, das ist ja auch spannend. Also darf ich hier quasi auch wieder schneller fahren. So. Fahren wir mal ein Stück weiter vor. Und senken auch hier wieder ab. Denn... ja, wir sind ja in der Innenstadt, kann man das mal machen. So, eigentlich müsste die 25 noch kommen. Und hier drüben die... ja gut, da können wir dann gleich am Hauptbahnhof warten. Das kann ja sowieso sein, dass der Anschluss ist. Ich weiß gar nicht, wie das geregelt ist hier am Wochenende. Ob wir da unseren Anschluss abwarten müssen. Beziehungsweise ob es da überhaupt einen gibt. Das werden wir ja gleich sehen anhand unserer Zeit. Nächste Haltestelle. Ja, es schaut ganz danach aus. Das sieht ganz danach aus, als hätten wir hier Anschluss abzuwarten. So, fahren wir mal gleich ganz vor. Guten Tag. Hallo. So, jetzt ist die Frage, kommen noch irgendwo Fahrzeuge? Kurzstrecke. 1,60, heißt immer bei 2,5. Noch irgendeine Karte? Nope. So, nehmen wir erstmal das Needling wieder raus. Ah, hinter uns kommt auf jeden Fall die 25, wie es ausschaut. Die hier schon gar nicht mehr mit draufsteht. So, hier drüben müsste gleich noch die 51 kommen. Und wie sieht's hier aus? Ja, die 25. Und diese Folge steht sie da drauf. Und die 41. Also ein paar Busse müssten hier noch kommen jetzt. Da hinten kommt auf jeden Fall schon mal der eine. Der 25er müsste das sein. Der da angefahren kommt. Interessant, dass der C2Ü fährt. Oder ist das ein normaler C2? Nee, das ist ein C2Ü. Wieso fährt dann auf der 25 ein C2Ü? Ah, vielleicht hat sich das ganze Ding geupdatet. Und mir meine AI-List rausgehauen. Das wird so sein. Meine, die ich vorher drin hatte. Das wird so sein. Da drüben kommt jetzt nämlich auch der nächste. Dann warten wir jetzt einfach mal noch. Ist ja Anschluss. Da müssen wir ja noch ein bisschen länger warten, bis alle da sind, die hier theoretisch abfahren sollen. Damit wir auch hier perfekten Umstieg haben, sind wir einfach mal diejenigen, die hier definitiv warten. So, die 51 kommt da drüben noch Richtung Herrenholz. Ja gut, der ist so nett und fährt schon ab. Ich warte hier immerhin noch auf ihn. Und theoretisch könnte ich sogar noch auf die 41 warten. Wenn ich wüsste, dass sie kommt. Weil hier steht ja eigentlich die 41 dran, also müsste sie auch kommen. Gucken wir mal so ganz leise, ob ich da einen Bus sehe. Ich sehe da keinen Bus. Also fahre ich dann hier danach ab. Nachdem die... ja, ich sehe doch hier hinten, sehe ich es so ein bisschen. Nachdem der Bus weg ist, sprich die 51, fahre ich dann auch wieder weiter. Wenn der dann losgefahren ist. Ich warte jetzt hier noch kurz. Quasi ist der Anschluss in OMSI ja nur so fiktiv machbar, weil man kann ja keine Umsteiger an sich in OMSI implementieren, dass die aus dem einen Bus aussteigen, in den anderen Bus reinkommen oder einfach Passanten so, die normal da laufen, dann einfach auch mit in den Bus einsteigen. Das geht ja so leider nicht. Allerdings, so nochmal der Kontrollblick, kommt da was? Nein, allerdings kann man es ja ein bisschen fiktiv machen, dass man halt trotzdem wartet.
So. Aber so ein Anschluss, der hat schon was. So. Zumindest ist er gut für die Umsteiger, wenn dann alle Busse dann kommen. Beziehungsweise, wenn sie alle pünktlich sind, ist es noch schöner. Wenn irgendwas zu spät ist, ist es halt immer ein bisschen ärgerlich, dass dann der Rest auch zu spät ist, wenn gewartet wird. Was man ja beim Anschluss tun sollte. Aber naja, bei uns ist jetzt eine Minute, das ist nicht allzu dramatisch. Die haben wir in 0, nichts wieder rausgefahren, wenn wir das wollen. Oder wollten. Aber selbst das müssen wir ja nicht unbedingt tun. So, wollen wir mal einen Blinker setzen, wir biegen ja schließlich ein bisschen ab. Zumindest zu so einem gewissen Anteil. Ach ja. Es ist übrigens sehr empfehlenswert, dann um sie entspannt zu fahren und nicht immer so wegzudüsen von allem. Und immer mit Kickdown loszufahren. Sondern auch mal ein bisschen entspannter dann rumzukurven. Und wie man sieht, wir halten uns ja die ganze Zeit. Und sind nicht wirklich zu spät. Also das geht natürlich auf Karten sehr gut, wo der Fahrplan jetzt nicht so eng gestrickt ist. Wo er eng gestrickt ist und man, wenn man schon so fährt, dass man immer mit Kickdown beschleunigt und hier immer überall Höchstgeschwindigkeit plus 10 fährt quasi und dann immer noch zu spät ist, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob man an der Endstelle dann 5 Minuten Verspätung haben will. Aber sonst, auf den meisten Karten ist es ja so, dass man ohne Probleme dann im Fahrplan bleibt. So, einmal normal. So. Aha, seit wann ist denn das so, dass die Vorrang bekommen? Die links abbiegen wollen. Das ist mir neu. Aha, okay, interessant. Mein Mikrofon lässt sich nicht muten. Heißt, irgendwas ist da gerade falsch. Ich hoffe, dass der Audio wenigstens passt. Das wäre sonst dezent dämlich. Das habe ich nämlich vorher nicht getestet. Und das funktioniert eigentlich immer ohne Probleme. Aber da hat sich bestimmt irgendwo die Software aufgehangen. Irgendwas hat mir mein Rechner auch vorhin gesagt, dass er ein Problem mit irgendeinem Treiber hat. Ich glaube, ich weiß sogar mit welchem. So, wir haben eine extra Busspur, sehe ich gerade. Und hier vorne war auch gleich die Haltestelle, genau. Mit dem Wartehäuschen, das dezent weit weg steht. Wenn sich da jemand drin versteckt, den siehst du auch nicht sofort. Hallo. Guten Tag. So. Ich finde das immer lustig, bei uns in Circa kannst du immer direkt sagen, wann der erste Türflügel definitiv zu oder der zweite Türflügel definitiv zu ist. Wenn hier nämlich noch zweiter Fahrer steht, steht er meistens so quasi hier angelehnt an der Glasscheibe, quasi im Bereich des zweiten Türflügels und dann ist der mit Sicherheit, eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit, gesperrt, sodass du nur den ersten Türflügel nutzen kannst. Auch wenn ich ehrlich gesagt persönlich kein Freund von der Türflügelsperre bin, weil es gibt zwei Türflügel, also kann man sie auch benutzen. Oh, da kommt ein Kollege entgegen. Hallo. Hallo, lieber Kollege. Und guck mal, wir sind schon wieder pünktlich. Ich fahre allerdings auch jetzt etwas schneller. Muss ich zugeben. Ich bin etwas schneller unterwegs gewesen. Aber trotzdem sind wir pünktlich dadurch. Und das wollen wir doch auch sein. Das ist doch eigentlich unser Ziel, pünktlich zu sein. Guten Tag. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Außerdem müssen wir jetzt an der Ampel warten und kriegen auch wieder ein bisschen Verspätung dazu. Also können wir uns da auch an der Stelle nicht drüber beschweren. Ach ja. Unser schöner Gasbus. Oh oh. Ich glaube, ich habe jetzt... Das war jetzt nicht so das, was ich wollte. Das war nicht das, was ich wollte. Ich sollte diese Drucksoftware im Hintergrund beenden. Das macht alles nur unnötig kompliziert.